Nachdem die neue Fallleitung und die Anschlussrohre fertiggestellt worden sind, werden nun die seitlichen Anschlussleitungen ausgekleidet. Ein Nadelfilzschlauch, Liner, wird auf die Länge der Anschlussleitung zugeschnitten und mit Harz getränkt. Der Liner wird mittels Druckluft in die Rohrleitung eingepresst und verbleibt dann, bis er ausgehärtet ist. Wenn der Liner ausgehärtet ist, werden wir die Öffnungen zu den weiteren Anschlussleitungen ausfräsen. Eine Fräse, die mit einer Kamera ausgestattet ist, öffnet die Verbindungen zum Waschbecken und zur Toilette. Das erste, neue Anschlussrohr wird in einen Schlauch invertiert und in die Bodenleitung eingelassen. Eine Kamera hilft dem Techniker, den Schlauch richtig an der Öffnung zu positionieren. Dann wird die Druckluft eingeschaltet, wodurch der Schlauch in das Rohr eingeblasen wird. Der Schlauch verbleibt an dieser Stelle unter Druck, bis das Harz ausgehärtet ist. Danach wird die Druckluft abgeschaltet und der Schlauch entfernt. Auch am Anschluss zum Waschbecken wird ein neues Anschlussrohr installiert. Während der Aushärtung des Schlauchliners wird das Verbindungsrohr zur Toilette ausgekleidet. Und darauf folgend das Anschlussrohr zum Waschbecken. Das Harz wird sowohl auf die Bereiche des Rohrs über dem Fußboden als auch auf die Rohrbereiche im Fußboden aufgetragen. Die fertige Arbeit wird kontrolliert und gefilmt, um diese zu dokumentieren und ein erfolgreiches Ergebnis zu sichern. Der Kunde kann jetzt ein Bad nehmen und wir sind bereits auf dem Weg zu neuen, erwartungsvollen Kunden.